Tag. Dankeschön. Und wir hören uns dann am Freitag wieder, da ist nicht mehr sonniger Abend, Ja. zum vorweihnachtlichen Ausklang. Voll. Danke nochmal für Ihre Hilfe und Gerne. dann bis Schöne Freitag. Zeit. Ja, super. Tschüss. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich hatte gerade Uni. Ja, gut. Bespreche meine Bachelorarbeit und Seminararbeit. Ich habe jetzt eben meine Forschungsfrage fertig formuliert und habe halt eben noch ein paar Fragen geklärt, habe meine Themendisposition eingereicht. Also da muss man halt schon grob die Gliederung angeben und die Nichtziele, die Ziele, die Forschungsfrage, der ungefähre Titel der Arbeit, obwohl man die Arbeit noch nicht mal geschrieben hat. Genau, das habe ich jetzt auf jeden Fall abgeklärt mit meinem verantwortlichen Lektor. Ist noch nicht sicher, ob das mein Betreuer ist, aber es ist also ein allgemeiner Lektor. Das ist nämlich so ein Seminar bei uns an der Fachhochschule. Das heißt, Begleitseminar für die Bachelorarbeit. Und da haben wir halt auch so Einzeltermine, so wie heute. Das hatte ich jetzt gerade eben. Und genau, heute haben wir Dienstag. Ich muss mich jetzt eh beeilen, weil Uni ein bisschen länger gedauert hat als gedacht, weil ich habe heute noch Arbeit. Ich habe in der Früh, es ist jetzt by the way 13 Uhr, ich habe in der Früh auch noch Homeoffice gemacht ein bisschen für mich, also so ein bisschen Buchhaltung, so als Influencerin. Steht ja auch einiges an. Habe ein Rezept fertig getippt und Kommentare beantwortet und freue mich, dass auf Instagram, auf YouTube doch gerade so viele aktiv sind. Und ich finde das voll lustig, weil am Ende meines Videos sage ich immer, was man in die Kommentare schreiben soll, wenn man das Video fertig geschaut hat. Und da kommentieren einige. Mein Freund hat auch mir gestern auf WhatsApp das entsprechende Emoji dafür geschickt, weil am Ende habe ich gesagt, vom letzten Video schreibt, ich glaube, es war ein Burger-Emoji in die Kommentare, wenn ihr das Video fertig geschaut habt. Und mein Freund schickt mir immer so Burger-Emojis und ich so, hä? Deshalb hat mein Video fertig geschaut. Ja, ich habe jetzt hier eben Uni gemacht, habe jetzt hier auch noch gut Tee getrunken und jetzt muss ich mich dann auch langsam ready machen, weil ich habe ja eben Arbeit. Ich habe heute Videodreh auf der Marie-Hilfer-Straße. Sprich, muss mich ready machen. Hier habe ich auch schon meine Kamera angesteckt für den Videodreh. So, das ist jetzt mein Outfit. Ich habe darunter hier dieses süße Top. Werde mir jetzt aber noch einen Pulli drüber anziehen und dann geht's auf den Videodreh. Und geschminkt, wie ihr seht, bin ich auch schon. So, und jetzt geht's auf die Marie-Hilfer-Straße. Dort habe ich eben den Videodreh. Der wird bis am Abend dauern und ich glaube, ich werde mich dazwischen noch nicht melden können. Also hören wir uns nach dem Videodreh. Leute, wir haben jetzt 18 Uhr. Ich bin fertig mit dem Drehtag und werde zu Villa Pflanzilla gehen. Hier. Das ist nämlich ein ganzer veganer Supermarkt. Der ist Villa Pflanzilla. Uns gibt es eigentlich den Villa. Und der ist Pflanzilla von Pflanze. Schaut euch das mal an. Und ich war hier noch nie und heute schaue ich mir den mal an.
jetzt gleich zu Hause. Meine Nase ist extrem rot, weil mir einfach so abnormal kalt ist. Ich habe hier zwei Sachen gekauft, die zeige ich euch gleich. Mir ist halt für real so kalt, es ist so kalt. So, jetzt wird mal das Notwendigste erledigt. Kann nämlich ganz schön anstrengend sein, wenn man alleine lebt, den Haushalt neben Uni und Arbeit und allem auch noch zu schmeißen. Aber ich habe mittlerweile einen Freund, der mir zum Glück ein bisschen hilft. Das ist übrigens das, was ich bei Billa Pflanzilla gekauft habe. Hier einmal diese Michios geretteten Marillenkernen, so geil. Und die Nährwerte sind halt auch einfach Wahnsinn. Die hatte ich schon mal, die schmeckt wirklich, wirklich gut. Und hier eine rote Beete-Tortilla, auch sehr nice. So, ich muss jetzt ein bisschen Haushalt machen. Und zwar unter anderem auch Wäsche waschen und zusammenräumen. Ah ja, ich habe euch gerade geschnitten. Hier, ich blute hier gerade im Zahnfleisch, weil ich Zahnseide verwendet habe. Und meine vorderen Zähne, wie ihr seht, sind halt voll eng und ich habe halt die Zahnseide so raus und die ist raufgerutscht in mein Zahnfleisch und jetzt hat das voll geblutet. Ich habe euch den Anblick erspart, aber nur damit ihr wisst, was mir gerade passiert. Hier ist der Übeltäter, die Zahnseide. So, Wäsche ist mal erledigt. So, ich muss sie dann noch in den Trockner geben. Ich habe hier nämlich auch einen Trockner, weil ich zu wenig Platz habe, um den Wäscheständer aufzustellen und das würde sowieso nicht trocken werden. Dadurch, dass der Dreh doch ein bisschen länger gedauert hat als gedacht, werde ich jetzt ganz kurz mich hinschillen und habe eben, ja, doch leider niemanden mehr getroffen, hatte nicht so viel Quality Time heute, aber macht auch nichts. Es ist nämlich jetzt schon 6:45, also die Hin- und Retourfahrt dauert ja auch nochmal ein Zeitchen. Und genau, ich werde jetzt mal kurz chillen ein bisschen und ja. By the way, was sagt ihr zu diesem Job? Ich finde das voll schön. Und ich finde, das ist mein Top, wo kleine Boobs okay sind. Ich habe hier wirklich gar nichts, aber ich finde das echt schön. So Leute, wisst ihr was? Ich habe jetzt noch ein Homeworkout gemacht. Ich habe keine Lust mehr gehabt, mich irgendwie noch hinzusetzen, Video zu schneiden. Ich bin echt zu müde, das mache ich dann einfach morgen in der Früh. Deswegen habe ich jetzt eure Kommentare unter meinem YouTube-Video beantwortet, eure DMs beantwortet, habe ein so lustiges Reel produziert, und zwar so ein Katzen-Reel, also mit Amika. Das ist so lustig geworden, das müsst ihr euch auf Instagram unbedingt anschauen. Jetzt werde ich duschen gehen und dann Essen machen und entspannt den Abend ausklingen lassen. So Leute, ich war jetzt duschen, habe meinen schönen Oversize-Pulli an und werde mir jetzt Porridge vorkochen. Ich höre auch voll gerne beim Kochen, wenn ich so alleine bin, bisschen Podcast oder so. Das mache ich immer, um mir so die Zeit zu vertreiben und irgendwas Sinnvolles zu hören. Und Porridge mache ich immer mit den Instant Oats von Process, weil die schmecken einfach mega. Und wie ihr seht, die sind wirklich komplett fein gemahlen wie Mehl. Könnt ihr auch zum Backen verwenden, im Porridge, im Smoothie. Die sind einfach wirklich richtig, richtig geil. Und anschließend verwende ich auch noch das Ripped Night Protein vom Process. In Cookies and Cream Geschmack, das ist Casein. Das macht nämlich alles auch super, super cremig. Und Casein versorgt die Muskeln länger mit Protein, und zwar auch über Nacht. Deswegen ist Casein sehr sinnvoll, eben wenn ihr das vom Schlafen gehen nehmt, so wie ich das jetzt machen werde. Ich werde mir jetzt nämlich noch einen Nachtpunsch. Ich werde jetzt auch mein Katzenbaby hier füttern, weil die hat auch schon Hunger. Ja, Morsi. So, jetzt ist wenigstens eine mal versorgt. Meine wunderschöne Diva hier. Die Schüssel allein sagt schon viel aus. So, das kommt weg. By the way, werde ich mir dann jetzt auch noch meine Haare einflechten. Das mache ich immer, dass ich am nächsten Tag eben auch Locken habe. Und die mache ich dann ganz leicht, also ich mache Haaröl rein, ganz leicht mache ich sie feucht. Dann flechte ich sie ein, dann habe ich am nächsten Tag schöne Locken. So, jetzt kommt die Skincare. Meine Haare, wie ihr seht, habe ich schon eingeflochten. Und ich mache eigentlich gerade nicht viel mit meinem Gesicht. Außer, dass ich manchmal irgendeine Creme verwende oder irgend so ein Serum. Ja, das war's eigentlich. So, ich habe mir jetzt hier mein Pudding Porridge vorgekocht. Das Rezept findet ihr auch auf YouTube. Googelt einfach Nadine Chiara Pudding Porridge. Jetzt das Abendessen werde ich mir auch noch diese Tortillas hier machen. So, ich mache mir jetzt hier auch gerade Popcorn. Und eine Sache, die ich mit euch noch besprechen wollte. Ich bin gerade ernsthaft überlegen, ob ich mir nicht eben das neue iPhone holen soll. Ich könnte eventuell eben auch einen Teil absetzen, weil ich ja doch als Influencerin natürlich gemeldet bin. Ich weiß nicht, wie viel das ist, I don't know, weil ich ja doch sehr, also wirklich sehr viel mit dem Handy arbeite.
Ich weiß nicht, hat jemand von euch das neue iPhone? Für mich ist natürlich die Kamera vor allem das Wesentliche, was wichtig ist. Und generell brauche ich mehr Speicherplatz im Handy, weil das ist viel zu wenig. Und das Popcorn poppt schon. Genau, ich werde mir jetzt auch noch meine Tortillas hier machen. Auf die bin ich sehr gespannt. Die habe ich nämlich auch von Villa Prancilla. Und ansonsten hören wir uns natürlich wieder morgen. Und weil das so Spaß macht gerade mit den Smileys, wenn ihr dieses Mal das Video bis zum Ende geschaut habt, dann schreibt irgendein Veggie-Smiley in die Kommentare. Ich blende euch hier das Smiley ein und das in die Kommentare schreiben. Ich antworte natürlich wieder auf jedes Kommentar, auch wenn es erst einen Tag später ist, aber ich antworte auf alle. Und ich werde auch demnächst ein Gewinnspiel auf YouTube machen. Da werde ich nämlich in meinen Videos eine Reihenfolge von Emojis posten. Und dann müsst ihr eben diese Emojis in den Kommentaren posten. Und wer die alle richtig hat, nimmt automatisch teil beim Gewinnspiel. Und dann wird eben ausgelost. Aber das zeige ich euch noch näher. Es wird ein Process-Gewinnspiel. Und meine Popcorn sind fertig. Dann ja, damit bis zum nächsten Video. Tschüss!